Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Minicamping in den Niederlanden. Heute ist der Tag, heute setzen wir über nach Great Britain. Aber vorher werden wir jetzt noch ganz schnell nach Brügge fahren und uns einfach nochmal diese wunderschöne Stadt angucken. Wir haben toll geschlafen hier, zwei Wohnwagen stehen hier und wir haben noch viel vor uns. Da wird schon Auto weggewendet, wir fahren also jetzt mit dem Auto los und dann geht's ab nach Brügge. Mal gucken, was der Tag bringt. Das Wetter ist mal wieder extremer Hammer. Also Leute, bis bald. Hallöchen Leute, ich bin auf einer Brücke in Brügge. Wie geil ist das denn? Unglaublich, bei gefühlten 40 Grad plus sind wir in Brügge angekommen. Eine wunderschöne Stadt. Und ja, wir nehmen euch jetzt einfach ein bisschen mit durch die Stadt. Es gibt viel zu sehen, es sind wunderbare, schöne alte Gebäude. Die Architektur ist atemberaubend und ja, das Wetter könnte auch nicht besser sein. Wir gönnen uns jetzt erstmal gleich ein Eis. Also, kommt mal eine Runde mit, ne? Hallo Leute, gefühlt 4 Stunden oder 3 Stunden später durch Brügge gelaufen, sind wir extrem platt. Was schon mal auffällt, Brügge ist eine extremst sehenswerte Stadt. Es ist wunderschön, tolle alte Häuser, viel Wasser, aber eben auch sehr, sehr viele Menschen, weil diese Stadt so schön ist. Wir haben uns durch Touristenmassen geschlagen, es sind wirklich irgendwie 35 Grad, es ist extrem heiß. Und die Stadt ist auch extrem teuer, also wer hier essen gehen will, der muss auf jeden Fall ordentlich Kohle mitbringen. Ansonsten sehr sehenswert, viele schöne Kirchen, viele kleine schöne Gästlein, immer wieder Flüsse, wo auch ganz viele Touri-Boote rumfahren. Also so eine Art Klein-Venedig kann man sagen. Wir stehen jetzt hier nochmal am Fluss, holen uns noch ein bisschen Ruhe und dann geht's wieder ab zum Campingplatz. Aber alles in allem ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt, aber macht dich bei 35 Grad extrem fettig. Oh,
Pullover. Und wie ihr seht, haben wir uns direkt im Duty Free Shop mal ein bisschen ausgetobt, um uns für die Fahrt durch England und später durch Schottland ja auch einzudecken. Und Paul wird euch jetzt mal ein bisschen erzählen, wie die Tortur hierher überhaupt so war. Genau, nur ein kleines Add-on. Regel Nummer 1, wenn man mit Wohnwagen durch Schottland fährt, man muss natürlich immer gleich morgens so einen kleinen CL zu sich nehmen, denn anders ist es wohl nicht aushaltbar, wenn es ab und zu kaltes Wetter ist. Ja, wir sind heute, wie gesagt, nach Calais, die letzte Strecke, nachdem wir uns den ganzen Tag Brügge angeguckt haben, haben dann irgendwie mit krass knurrendem Magen, kamen wir dann bei der Fähre an. Und wir sind vorgefahren und sehen dann eigentlich nur noch, wie Josie und Marius mit Isolde und dem Wohnwagen plötzlich rausgewunken werden und weggefahren werden. Und das hatte wohl damit zu tun, dass Josie mal ihren Ausweis verloren hat, ihn dann doch wiedergefunden hat und irgendwie zu faul war, den abzuholen, den neuen. Und dadurch war der tatsächlich immer noch als vermisst bzw. gestohlen gemeldet. Und da musste natürlich erstmal geklärt werden, ob Josie jetzt die richtige Josie ist oder nicht. Er hat für einen ziemlich kurzen oder längeren Schockmoment gesorgt, weil Marius saß im Auto, ein Beamter nach dem nächsten kam vorbei und er wusste ja nicht, wie ihm geschieht. Ja. Ja, und bei uns war es nicht anders, bei Xenia und mir und Fina. Bei uns hieß es plötzlich, dass die Impfung von Fina wohl nicht ganz rechtsgültig ist und wir deswegen 21 Tage warten müssten, bis wir dann einreisen dürfen. Haben wir zum Glück nochmal darauf hingewiesen, dass die Impfung bis 2019 gültig ist, was 2 Stempel da drüber war. Wir durften dann auch einreisen, also es ist auf jeden Fall, war ein bisschen holprig der Start. Jetzt sind wir auf der Fähre und freuen uns schon auf unser Nachtquartier dann drüben in Great Britain. Richtig. Und ja, war wieder mal ein geiler Tag und wir freuen uns jetzt, jetzt geht's richtig los. British, English British und dann ab nach Schottland ins Vergnügen. Noch mehr Whisky holen. Genau. Also, haut rein, ne? Ciao, ciao.